Etwa gegen 9 Uhr fuhr hier ein Kleintransporter besetzt mit 7 Personen auf einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf. Bei dem Unfall wurden 2 Personen sofort getötet, 5 Personen wurden schwer verletzt. Diese wurden also mit Rettungshubschraubern und Krankenwägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Momentan ist die Autobahn in Richtung Regensburg komplett gesperrt. Wir hatten also zu Spitzenzeiten einen Rückstau bis zum Autobahnausfahrt Hengersberg, also rund 15 Kilometer. Der Verkehr wurde jetzt ausgeleitet und wird großräumig umgeleitet. Die Unfallursache war, dass der einfach auf den Sicherungsanhänger aufgefahren ist. Das war vorher zweimal angekündigt und das war eben der dritte Anhänger und auf den ist er wahrscheinlich nahezu ungebremst aufgefahren. Okay. Bei den Insassen handelt es sich um 7 rumänische Staatsangehörige. Der 35-jährige Fahrer wurde getötet und eine 15-jährige Frau im Fahrzeug vor. Also der Grund der Baustelle war nach ersten Erkenntnissen, dass hier im Unfallbereich Verkehrszeichen ausgewechselt wurden auf den Sicherungsanhänger, den er aufgefahren ist. Es war also der dritte. Es waren weiter vorne bereits 2 Sicherungsanhänger, die diese Baustelle angekündigt haben.